Wenn ich eine Frage immer wieder bekomme, dann ist es: Tim, was kann man den Frauen eigentlich glauben oder kann man den Frauen überhaupt irgendwas glauben? Darüber wollen wir heute reden. Ich erkläre dir, wie du wirklich herausfindest, was die Frau meint, was die Frau will und wo die Frau dich wahrscheinlich anlügt. Also, das ist ein Thema und eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Ganz viele verzweifelte oder auch wirklich unglaublich negative Männer sind teilweise in meinen Kommentaren unterwegs. Ich telefoniere mit diesen Männern und merke halt, dass die Verhaltensweisen von manchen Frauen diese Männer innerlich wirklich kaputt machen und sie den Glauben an die Frauen verlieren oder das Gefühl haben, Frauen kann man sowieso nichts glauben, denen kann man nicht vertrauen, man macht am besten MGTOW, also ist irgendwie nur alleine als Mann und kümmert sich gar nicht mehr um Frauen. Man kann Frauen nicht vertrauen, man kann ihren Worten nicht vertrauen. Würde ich so nicht unterschreiben. Was du verstehen musst, ist, dass wir Männer und Frauen mit Worten oder mit Wahrheiten immer ein bisschen anders umgehen. Frauen leben oft öfter in stärkeren emotionalen Welten und diese Emotionen ändern sich halt öfter. Deswegen ist die Wahrheit, die sie spricht, oft die Wahrheit des Moments und keine endgültige Wahrheit. Ich meine damit Folgendes, gebe dir mal ein Beispiel. Kann sein, dass eine Frau am Anfang des Abends zu dir sagt, hey, wir schlafen heute nicht miteinander, weil sie am Anfang des Abends das Gefühl hat, nein, passt nicht. Und dann am Ende des Abends, wenn ihr einen coolen Abend habt, schlaft ihr miteinander, weil einfach in dem Moment passt es dann. Ne? Oder sie sagt zu dir, hey, ich fühle mich gerade nicht danach, irgendwas Sexuelles zu haben und schläft nicht mit dir, schläft dann aber am nächsten Tag mit irgendwem anders. Und du denkst dir, hä, da hat sie ja gelogen, sie hat ja gestern was ganz anderes gesagt. Nein, sie hat nicht gelogen, sie hat die Wahrheit des Momentes gesprochen und in dem Moment war das die Wahrheit. Jetzt hat es ihr nicht gepasst mit dir. Am nächsten Tag war das anders, sie hat sich anders gefühlt und deswegen hat es für sie gepasst. So, das ist erstmal das, was du verstehen musst. Das ist erstmal das, was diesen generellen Unterschied zwischen Mann und Frau und den Aussagen von den beiden Geschlechtern ausmacht. Na, wenn ein Kumpel dir zum Beispiel irgendwas sagt, dann kannst du dich wahrscheinlich darauf verlassen, okay, dieses Wort steht. Das ist dann ein Wort, was mehr über die gesamte Zeit gilt. Das ist nicht aus einer Emotion heraus. Heißt es aber nicht, dass du Frauen gar nichts glauben kannst und dass alle Sachen, die sie sagen, immer nur in einem Moment wahr sind. Nein, das natürlich nicht. Aber tendenziell eher als bei Männern. Ist aber auch nicht so wichtig für die Sache, die ich dir jetzt erzählen möchte, nämlich wenn du herausfinden möchtest, was eine Frau wirklich meint, und das ist ganz einfach, eine ganz, ganz einfache Taktik, eine ganz einfache Technik. Wenn du wissen willst, was sie wirklich meint, dann hör weniger auf das, was sie sagt und schau mehr auf das, was sie tut. Klassisches Beispiel. Manchmal schreiben mir Männer und fragen mich, hey Tim, schau mal, die Frau schreibt mir immer wieder, ja, mit Treffen und vielleicht können wir uns treffen und vielleicht sollten wir uns hier und da treffen und vielleicht nächste Woche, aber irgendwie treffen wir uns dann nie. Wie kriege ich sie denn dazu, dass wir uns jetzt treffen? Weil offensichtlich will sie mich ja treffen. Offensichtlich will sie diesen Mann in dem Moment nicht treffen. Ihre Worte sind vielleicht, hey, ich will dich treffen, hey, wir sollten Dates ausmachen, aber ihre Handlungen sagen dir etwas anderes. Die Handlungen sagen dir, ich will es nicht. Glaub mir, wenn eine Frau dich will, wenn eine Frau dich sehen will, dann sorgt die auch dafür, dass sie dich sieht. Und wenn irgendetwas anderes passiert, irgendetwas, was nicht zielführend ist, was nicht darauf hinausläuft, dass sie dich sieht, dann entweder will sie dich nicht sehen oder sie hat irgendwelche Bedenken, wenn sie dich sieht. Was auch immer das sein mag. Das kann ja ganz verschieden aussehen. Wenn eine Frau dich sehen will, dann wird sie Himmel und Erde in Bewegung setzen, dass das auch funktioniert. Und wenn sie dir irgendwas anderes erzählt, aber du merkst, es kommt kein Treffen zustande, es passiert hier nichts, wir sehen uns nicht, dann kannst du davon ausgehen, diese Frau ist auf irgendeiner Weise nicht bereit, dich zu sehen. Und dann kannst du ihrer Handlung vertrauen und weniger auf die Worte schauen. Und wenn du das machst, wenn du mehr auf die Handlung der Frau schaust als auf ihre Worte, dann wirst du einen deutlich gesünderen Umgang mit Frauen und allem, was mit Frauen zu tun hat, haben. Weil dann ist es nicht mehr so verzweifelnd, dann ist es nicht mehr so frustrierend. Dann siehst du die Frau und ihre Art und Weise, Aussagen zu machen, so wie Frauen das nun mal machen und nicht so wie Männer das machen aus deinem Standpunkt. Dann schaust du auf die Handlungen statt auf die Worte und dann ist dir relativ schnell klar, was wirklich abgeht. Das mit diesem Handlungsfokus kannst du auch auf Männer übertragen. Da gilt das, wie gesagt, nicht so stark, aber es gibt auch Männer, bei denen du lieber mal auf die Handlung schauen solltest, statt auf die Worte. Heißt, wie gesagt, nicht, dass du keinem Wort, das eine Frau sagt, vertrauen kannst. Du musst nur verstehen, in welchem Kontext dieses Wort gegeben wurde, nämlich im Kontext der Emotion des Moments. Du bist dir nicht ganz sicher, was es bedeutet. Schau auf ihre Handlung.
Was du nicht tun solltest, ist, dass du in so einen Bereich abrutscht, wo du anfängst, die Frauen zu hassen oder dafür zu verurteilen, für die Art und Weise, wie sie das kommunizieren. Das ist der Anfang, wo du in so einen Frauenhass reinkommst. Und wenn du in so einen Frauenhass reinkommst, dann bist du ganz weit von Erfolg mit Frauen entfernt. Dann bist du ganz weit von persönlicher Erfüllung in deinem Liebesleben entfernt. Und dann kann es wirklich schwierig werden. Und wenn sich sowas, so ein Frauenhass weiterentwickelt, kann es halt wirklich sein, dass du niemals die großartigen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machst, die man machen kann, wenn man kein Frauenhasser ist. Ja, wenn man zum Beispiel den Weg gegangen ist, den ich gegangen bin oder aktuell noch gehe. So viel zum Thema: Frauen, kann man ihnen vertrauen? Kann man ihren Worten vertrauen? Sollte man Frauen glauben? Ja, nein. Ich glaube, das Ganze ist damit relativ gut geklärt. Sollte das nicht so sein, schreib mir gerne in die Kommentare. Videovorschläge, Fragen auch immer gerne in die Kommentare. Wir sehen uns übermorgen wieder. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Es sind jetzt neue Plätze frei für den Sommer. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das du sehen solltest, wenn du das Video geschaut hast. Das Video baut nämlich auf diesem Video hier auf. Geil, dass du dabei warst. Wie gesagt, übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich, dich wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.